Hallo zusammen, willkommen zurück, guten Morgen. Wir sind wieder hier auf der Hopfach im Nostalgieprojekt unterwegs und wie man sieht, ich künstle mal wieder ein bisschen Autodrive technisch und zwar machen wir jetzt mal einen Kurs von unserem Sägewerk hier hinten raus Richtung der ganzen Verkaufsgeschichte und dann auch weiter Richtung Brauerei beziehungsweise dann eben Kartonproduktion hoch. Also wir fahren mal hier rum. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so sinnvoll ist, aber der Vorteil ist ja eben, Autodrive sucht sich ja nachher dann irgendwie auch den kürzesten Weg raus und wenn wir halt einen Kurs mehr haben, ist es nicht verkehrt. So. Weil wenn wir nämlich hier geradeaus weiterfahren, können wir ja vorne rechts abbiegen. Ah ne, hier haben wir schon einen Kurs. Ha, guck mal, noch besser. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Sondern können das einmal verbinden. Wir machen aber auch gleich noch eine Abbiegung hier runter rein. Wenn schon, dann machen wir gleich in alle Richtungen etwas. Und von da nach da. So, da haben wir hier die Abzweigung schon mal geschafft. Da müssen wir dann nur noch gucken, dass wir gleich auch irgendwie einen Weg zurück zum Sägewerk machen. Da würde ich dann aber hier rechts reinfahren und unten wieder reinstoßen sozusagen. Ich will nur gucken, ob hier vorne die Abzweigung nach rechts auch gegeben ist. Damit das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, wir können in die Richtung und in die Richtung fahren und das ist genau das, was wir wollen. Aber wieso ist da kein Weg zurück? Das ist jetzt nicht so gut. Müssen wir mal gucken, ob da von da oben irgendwie, dass wir da Richtung Sägewerk kommen. Aber alles kein Problem, das kriegen wir hin. Und auch für sowas ist der Unimog sehr gut geeignet, weil er halt einfach ein schnelles Fahrzeug ist. Aber wir sollten uns trotzdem irgendwie mal beeilen, weil ja das Kartonwerk langsam aber sicher leer läuft. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier noch nicht, da vorne, wo es runter geht. Also der andere Unimog ist auch beim Viehhändler, sehr gut. Ja, ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das so eine wirkliche Abkürzung ist, wenn wir jetzt hier oben komplett rumfahren. Aber wir machen es trotzdem. Wir machen das trotzdem. Und zwar von hier aus. Wie gesagt, wenn er nachher anders fährt, ist das egal. Wir haben auf jeden Fall den Kurs richtig gemacht. Das heißt, das wird heute eine Autodrive-Folge werden. Ich glaube nicht, dass wir noch zu viel anderem kommen werden.
Aber ich würde sagen, das passt schon. Oh, vorsichtig. Ja, hier die Kurve. Ja, bisschen geschnitten. Es ist schade, dass wir hier nicht irgendwie links reinkommen. Dann wären wir ja schon direkt da praktisch beim Sägewerk. Müssen wir außen rumfahren. So, dann sind wir gleich hier vorne. Da müssen wir dann, den machen wir direkt hier rum. So, aus die Maus. Das einmal, aber brauchen wir gar nicht hinfahren, sondern können das ja direkt von hier machen, und zwar von da nach da. Dann haben wir hier die Kreuzung komplett fertig. Dann heißt es jetzt einmal den Weg zurück zum Sägewerk, hier vorne bei der BGA links rum rein. Da machen wir das kurz fertig. Zum Sägewerk hin. Dann müssen wir am Sägewerk noch die Strecke verbinden. Dann ja, müssen noch so die eine oder andere Verbindung halt machen. Da machen wir jetzt hier rum. Vielleicht hätte ich das Ganze doch auch außerhalb der Aufnahme machen sollen, aber ja, jetzt sind wir dabei. Jetzt ziehen wir es auch schnell durch. Nützt ja eh nichts. Ach, hier ist auch schon wieder Kurs. Das ist gut. Und wenn jetzt der Kurs nicht 100% akkurat eingefahren ist, ist auch egal. Der ist ja nur für uns. Hauptsache, die Fahrzeuge kommen durch und kommen auch da an, wo sie ankommen sollen. Dann ist mir das relativ egal, wie das aussieht. So, hier ist aber die Einfahrt gleich zum Sägewerk. Das heißt, wir müssen einmal hier rum. So. Stückchen weiter zurück. Von hier nach da und von da nach da. So, da haben wir hier das schon mal. Und wenn er nach unten fahren will, kann er ja hier oben durchaus drehen. Das geht ja auch. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal die Ausfädelung. Wir kommen ja hier so an. Das heißt, von da nach da. So, jetzt müsstest du ja rein theoretisch schon zur Verkaufsstelle Brauerei Häberlein kommen. Den Rückweg müssen wir dann noch mal ein, zwei Dinger verbinden. Gucken wir mal, ob er das schafft. So, genau, der ist wieder angekommen hier. Das heißt, wo haben wir Platz? Hier. So.
Das ist gut. Ja, die sind immer noch auf dem Weg. Der pflügt. Ah, genau, Tierhändler. Da war doch was. Wir wollen noch mal Geld ausgeben. So. Ja, dann geht es wieder zum Schafstall. Da dürften wir ja dann vermutlich morgen angekommen sein. Ja, dann muss der gleich wieder zurück. So, der ist hier unterwegs. Ja, dann lass uns doch mal kurz nach den Fischen gucken. Ja, ist noch nichts Neues dazugekommen. Wasser ist noch in Ordnung. Kaviar. Oh ja, Kaviar. Kommt wieder eine Palette. Und wir müssen auch gleich mal beim Räucherfisch gucken, wie es da aussieht. Na komm, geh raus hier. Räucherfisch, Räucherfisch. Oh, hier ist nicht mehr so laut. Oh, hier ist aus. Warum ist aus? Keine Forellen mehr da. Gut, da kriegen wir keine Palette mehr raus. Steht da eine? Ne, dann ist es wirklich wegen den 3999. Da müssen wir halt warten. Ist ja nicht das Problem. Warte mal, wenn wir hier sind, können wir ja da wieder machen. Ach, da fehlen Salatsetzlinge, das haben wir gerade, den da. Und da geht auch nichts. Verladen wir mal den Salat, beziehungsweise den Rotkohl haben wir ja hier. Ja, irgendwann müssen wir uns wirklich wieder um die Gewächshäuser kümmern. Habe ich aber im Moment ehrlich gesagt keine Lust zu. So, gucken wir mal. Roll, roll, roll. Da kriegen wir noch mal da hinten noch mal einen raus. Ja, und dann gucken wir gleich mal noch, ob wir Setzlinge verteilen können. Aber wir haben ja gesagt, dass wir hier unten nur so lange alles betreiben, bis die Setzlinge weg sind. Und ich sag mal, beim Rotkohl ist es noch viel. Da dauert das noch eine Weile. Gut, da sind wir durch. Dann geht's an die nächste, ans nächste Beet. Nächste Palette. Und dann machen wir das gleiche gleich noch beim Ding hinten, beim Kopfsalat. Ja, dann müssten wir eigentlich die Biodieselanlage, müssen wir uns auch mal angucken. Aber dann nehmen wir gleich den Kollegen hier mit. Weil wir ja irgendwas brauchen zum Schaufeln. Ach, guck mal, der Radlader ist auch da. Gut, dann hätten wir auch den rein theoretisch nehmen.
Aber jetzt haben wir das Ding schon. Wir könnten als erstes ja genau Raps abkippen. Gucken, ob wir da jetzt den Anhänger leer bekommen. Ja, perfekt. So, dann brauchen wir das Dieselfass. So, ich glaube, dass der Kollege mit den Hackschnitzeln inzwischen auch oben angekommen ist. Das heißt, die Verbindung der Strecke zurück zum Sägewerk mit Autodrive, das mache ich gleich nach der Aufnahme. So, gucken wir mal. Du hier kannst erstmal irgendwo hier auf die Seite stellen. So, wo? Ach, das ist der Tiertransporter. Ja, guck mal, der ist wirklich angekommen. So gefällt mir das. Wie gesagt, genau, den lassen wir erstmal stehen, weil das machen wir nachher. Hier. Diesel, ne, das lassen wir auch, bis das Fass voll ist. So, du da vorne hast den, aber den Kalk hoffentlich abgeladen. Perfekt. Holen wir hier auch nochmal Hackschnitzel ab. Ja, komm. Machen wir einmal Hackschnitzel voll. Dann kann der nämlich auch wieder nach oben fahren zur Dingsda Bumsda. Kartonproduktion. Mann, manchmal fällt einem der Name nicht ein. So, Brauerei Häberlein. Ja, schön voll machen. Danke. Und Abfahrt. So, der steht da aber eigentlich auch doof. Ja, im Moment brauchen wir ihn eigentlich nicht. Das heißt, wir stellen den hier in die Halle. So, da stört er nicht. Herr Kollege, 20 Minuten. Perfekt. Hier wird gearbeitet. Ja, Hackschnitzel kommt bald wieder. Genau, wie war das denn hier eigentlich? Wir hatten ja hier Holz nachgeladen, aber es ist wieder nur noch bei 43%. Ah, dann, ja. Nochmal Nachschlag bitte. Es dürfte ja noch ein wenig da oben rumliegen. Aber mit dem Einsammeln von dem Holz sind wir dann auch schon wieder sondern wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Däumchen, Kommentare. Wer es noch nicht hat, gerne auch ein Abo dalassen. Das wird mich auch freuen. Und ja, auf jeden Fall morgen früh wieder einschalten. Also macht's gut. Wir sehen uns.